glaube, so haben mich die Zuseher noch nie gesehen. Ich Sportskanone, aber einmal werfe ich mich so in Schale und dann natürlich für den guten Zweck. Beim Pink Run in Bad Gastein erstrahlt der ganze Ort in Rosa. Da muss ich natürlich dabei sein und viele Prominente auch. Wie fühlt es sich an? Ihr habt letztes Jahr den Spendenrekord für die Salzburger Krebshilfe geknackt. Heuer den Läuferrekord. Ja, voll. Es ist total cool. Und es ist echt jetzt so, in den nächsten 10 Minuten wird sich das jetzt noch hier so fühlen. Wir sind uraufgeregt, das ist ein Gänsehautmoment. Ja, es passt einfach alles. Das Wetter ist ein perfektes Läuferwetter und wir haben total motivierte Läufer. Wir sind voll gespannt. Was hältst du davon? Bad Gastein ist ganz in Pink. Also ich finde es traumhaft schön. Einmal war ich hier, das war damals vor vielen Jahren mit DJ Ötzi, haben wir hier mal eine Show gedreht. Aber es ist wieder für mich beeindruckend, so oft man hierher kommt. Hand aufs Herz, Yvonne, wirst du laufen oder spazieren? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja nur für die 2,8 Kilometer angemeldet und ich werde mal versuchen zu laufen. Und wenn es nicht klappt, werde ich weiter spazieren, weil ich bin schon in einem Alter, wo man die Knie spürt. Aber dabei sein ist alles und wir werden ins Ziel kommen. Hast du dich für den Kinderlauf registriert? Weil er ist der kürzeste, für den Hauptlauf oder den Trailrun? Für den Hauptlauf, also 2,8 Kilometer. Ich glaube, das ist in den Grenzen des Okayen irgendwie. Ich bin nicht sehr sportlich, aber ich glaube, das schaffe ich. Trailrun ist doch ein bisschen zu hardcore. Da will ich nicht. Da würde ich dann eine Stunde nach allen anderen ins Ziel kommen. Das wäre ein bisschen. Ja, Hauptlauf wird's. Werde ich euch verschwitzt oder topfit am Ende des Ziels sehen? Also ich denke mal, wir werden das Top-Fit meistern, also nicht so verschwitzt sein. Ja, vielleicht ein, zwei Schweißperlen, aber die kann man dann schnell noch wegwischen. Für uns ist es natürlich sehr wichtig, dabei zu sein, weil wir natürlich immer bei guten Unterstützungen dabei sein wollen und auch etwas Gutes für die Gemeinschaft beitragen wollen. Und ich denke, da sind wir hier perfekt. Brustkrebs oder generell Krebs kann ich jemanden treffen, jeden. Und das ist etwas, das muss man unterstützen. Ich glaube, das sollte man nicht zwei oder dreimal noch denken, das tut man einfach. 100 Leute werden mitlaufen für den guten Zweck. Wie findest du die Idee? Ja, ich finde es super. Es ist so positiv. Die Geschichte ist zwar traurig, wirklich, aber ich glaube, man muss im Leben positiv bleiben und ein bisschen auch Lust bringen. Das wird dann leichter.